Hi, let's go. Weiter geht's, ne? Wenn es wie du siehst, ne? Also das Video kommt ja erst einen Tag später. Also bei mir ist noch Donnerstag, ne? Also kommt es am Freitag online. Okay. Dann nehme ich dich wieder mit. Also geht der weiter wieder, ne? Ich mache es ein bisschen schneller und anders. So sieht es aus. Das ist jetzt der dritte Tag. Okay? Der dritte Tag. So sieht's aus. Die Mungbohnen. Geil, ne? Also jetzt hier der ganze Vitamin C-Gehalt. Ist jetzt hier, ne? Richtig krass. Ne? So. Kann man dann essen? Sehr lecker. Wenn du es noch nie gemacht hast mit Mohnbohnen, Sprossen, eigentlich schon ab dem zweiten Tag kannst du das schon essen, ne? Das ist schon seit gestern. Also jetzt hier genau exakt der dritte Tag. Das nehme ich ja dann für die Pizza, ne? So sieht's aus. Das sind die Alpha-Versprossen nach genau jetzt 3 Tage. Okay, ne? Jetzt geht's los hier, Leute. Jetzt knallen die ganzen Nährdichte raus. Seht ihr das? Hier ist jetzt langsam die kleinen Blätterchen. Seht ihr das? Ja, jetzt geht's los mit ganzen Chlorophyll und so, Sonnenenergie. Das. Ja, so, jetzt. Also, das ist jetzt richtig episch, okay? Dann mache ich ja meine Pizza. Ach ja, wegen Sprossen aus. Und ich habe hier, guck mal, da habe ich ja noch. Das hier, genau. So, das ist jetzt hier der Grünkohl, wie ihr seht, ne? Geil, ne? Okay, aber der Grünkohl braucht ein bisschen länger. Okay. So, und dann haben wir ja hier nochmal. Das sind ja na, die Alpha-Versprossen, die habe ich dann vom Glas hier rübergelegt, ne? Das Sprossenhaus. Jetzt kann man mal den Unterschied sehen. Das sind jetzt die Alpha-Versprossen, ne? Im Glas. Okay, wenn man ein Glas ziehen würde. Guck mal, und hier im Sprossenhaus sind jetzt schon Blätter da. Das ist der Unterschied zwischen einem Glas ziehen und im Sprossenhaus. Check. Okay. Das Video von gestern hat nur irgendwie 20 Aufrufe. Naja, okay. Ist ja nicht so schlimm, ne? So, das hier ist jetzt der Rucola, ne? So sieht's denn aus. Ne? Fängt jetzt auch an, mit Blätter zu schlagen. Rein theoretisch könnte man es jetzt nehmen und draußen in der Erde einpflanzen, ne? Dann würde es dann richtig den Rucola-Salat. Aber wie schon erwähnt, in Sprossenform, ne? Ist viel geiler. Da haben wir die ganzen Dichte drin, Inhaltsstoffen, Vitalstoffe, Mineralstoffen, Sekundärstoffen, ne, alles Mögliche. Rucola ist eigentlich so ziemlich so in Sprossen jetzt gesehen. Ist somit auch so ziemlich das Gesündeste, was wir antun kannst, was jetzt an Sprossen angeht. Also Rucola, Kresse auch, ne? Aber nicht das Zeug aus dem Supermarkt, kann man ja auch schon in abgepackten Tüten kaufen oder in so einem Plastik drin, ne? Zum Beispiel die Kresse, die hat ja noch nicht mal ein Aroma. Geruch, die wollen ja noch nicht mal riechen in der Wohnung. Aber wenn du selber Kresse anbaust, dann riecht deine Wohnung oder den Häuschen. Ne? Guck mal, sieht ihr das? Das Rucola, wie das wächst, ja? Hier so da so. Warte, da. Seht ihr das? Schön, ne? Ja, alles meine kleinen Babys. Ich habe kurz gestern gezeigt, ne? Mit Ausspülen, Waschen, bla bla. Okay? Ich nehme die Pumpe. Ja, bis dahin. Na so. Haben wir einfach versprochen, ne? Einmal gießen. Das war's, ne? Kommen wir nochmal am Boden. Muss man gießen. Und das war's. Hier, mein Rucola, kann ich auch eintunken, ne? Aber ich habe jetzt Wasser draußen, ne? Ich habe das Wasser hier draußen. Deswegen, ja, Und daher gieße ich das jetzt so, kann ich auch so gleich gießen, ne? Ob ich jetzt ein Wasser eintunke oder so. Ne? Fertig aus. Das ist ja gezeigt, ne? Also guck mal hier. Ne, wenn ich jetzt hier. Oh, ich habe überhaupt keinen Platz hier. Ich bin jetzt halt vorgestellt hier. Ah ja. Okay, mach ich so. Ihr seht mich ja, ne? Ihr seht mich ja. Gestern habe ich es ja ein bisschen nahe gezeigt. Guck mal hier, das muss ich ja wieder rauslassen, ein Glas. Das war besser mit der Sprühflasche. Ne? Ihr habt das gesehen, das Ergebnis in Sprossenhaus. Wie das hier im Glas aussieht. Ne? Also, das ist ein Unterschied. Warum bin ich alles vollgestellt, Leute? Ich bin mal wieder so ein kleines Schlamm. Ja. Zack. So, jetzt lässt man ausspielen, zack. Also noch ein bisschen Wasser reinlassen, ne? Man braucht nicht bis rein voll machen das Wasser. Man kann auch den Wasser anschließen, ne? Man braucht nicht immer Wasser anlassen. Dann spart man ein bisschen Wasser.
Tag. Und fertig aus. Wieder hinhängen. Zack. So. Ich lege jetzt die nächsten Mohnbohnen an, ne? Dann kommen dann wieder ein Sprossen raus. Oder? Ja. Warum nicht gleich ein Sprossen raus? Weil man muss kurz mal wirken lassen. Ja? Einfach mal kurz mal aktivieren lassen, das Zeugs. Und dann muss wirklich mal ausspülen. Das Wasser ist dann auch mal gelblich. Ja, deswegen auf jeden Fall mal ein Glas ankeimen lassen. Und dann erst über Nacht die Sprossen raus. So, reicht. Die ganzen Angaben sind völlig irrelevant. Man sagt oder man spricht abends einlegen im Wasser und nächsten Morgen, wenn man aufsteht, rauslassen. Also eigentlich 6 bis 8 Stunden. Ne? So, ja, die Morgenbohnen habe ich da, habe ich das Wasser 24 Stunden drin gehabt. Die Angaben sind völlig scheißegal, okay? Völlig irrelevant. So, rein theoretisch kannst du das Wasser nach 3 Stunden wieder rauslassen. Kannst du aber auch nach 24 Stunden rauslassen, wie du möchtest. Okay, ich habe jetzt geschlampt. Besser wäre jetzt beim Einwirken lassen mit gefiltertes Wasser. Jetzt habe ich wieder Leitungswasser, ne? Habe ich gerade geschlampt. Okay. So. Dann lasse ich das jetzt auch hier stehen, ne? Fertig aus, lasse ich Wasser heute Abend raus. Heute, naja, so gegen 18 Uhr lasse ich Wasser raus. Oder morgen früh, nach 24 Stunden. Okay. Ich habe ja schon mal erzählt gehabt, im letzten Video hat er nur 23 Aufrufe. Also bis weit es um Wahrheit geht oder so, wird meine Reichweite eingeschränkt von YouTube. Das ist nicht mehr normal. Ich kann deuten, was ich auch möchte. Ne? Das, keine Kommentare. Also, ich habe Tsunamis und so gedeutet, da kamen keine Kommentare, nichts, gar nichts. Das ist ja Wahnsinn, ne? Okay. Ich muss mit Astrologie, muss ich glaube wirklich sein lassen, mit Astrologie. Die haben dann diesen Mainstream in der Masse da, diese komische Bewegung da halt, ne? Diese Leute mit den falschen Planetenständen, ne? Hey, Leute, wir haben großes Trigon, ein Luftelement und nicht, okay, ich lasse mal weg mit Astrologie. Im letzten Video hat er irgendwie 20 Aufrufe. Da habe ich erwähnt gehabt, ich bin ja ein Gemüse-Junkie und da ist eine Sucht. Aber wenn man einen Sprossen, da kommt ja kein Obst und Gemüse mehr mit. Okay. Mit Säfte, Gemüsesäfte ist geil, klar, kannst du fasten, dies, das, jenes. Ich habe immer meine Fastenintervalle, also ich esse 18 Stunden lang nichts. Dann mache ich ja den Rahmenfenster auf. Dann tue ich dann Essen immer so ab 14, 15 Uhr rum so halt. Ne? Und dann so 18 Uhr, 18.30 Uhr schließe ich wieder. Ne? Und dann 18 Stunden später wieder esse ich wieder. Also meistens immer 14 Uhr oder 13 Uhr oder 15 Uhr. So. Okay, das hat dann die Vorteile mit Gemüsesäfte. Machst den Gemüsesaft, dann bist du satt. Kriegst nichts mehr runter, bist komplett satt. Und das Verdauungssystem bleibt verschont. Ja, wird nicht in Kraft gesetzt. Wenn, guck mal, die meiste Energie, also das Verdauungssystem, das ist ja Muskel. Mars geht ja dann ja rückläufig, ne? Im Dezember. Kann sein, dass viele Leute dann nichts mehr runterbekommen. Die sollten dann eigentlich wissen, sie denke ich, mit Gemüsesäfte sich ernähren. Eigentlich. Aber die wissen es ja halt nicht, ne? Okay, mit Gemüsesäfte, wenn du dann trinkst halt so, also minimal, bei 600 Milliliter bist du dann satt, fängt es an, satt zu sein. Du kannst morgens aufstehen, mit einem Bärenhunger, knallst du aber ein Dreiviertel Liter rein, oder also 600 Milliliter rein, bist du dann satt. Ist so. Ich habe jetzt ja mitgenommen, mehrmals ganz oft euch mitgenommen gehabt, wie ich dann halt meine Gemüse mache, halt da, meine Rezepte und so, ne? Mit rote Beete, Karotte und so ein Zeugs, ne? Und dann trinkst du, was du sagst. So. Vorläufig. Ne? Und man kann schöpfen. Andere Leute zum Beispiel, die schlagen sich ja morgens, haben ihren Hunger, wenn sie aufstehen, knallen sich erstmal Schrippen rein, ne? Ist ja mal vollgeschlagen. So, und dann sind die träge, weil das Verdauungssystem ja in Kraft rettet. Ne? Also da steckt der Körper die meiste Energie rein, ne? Deswegen wird man träge, also man wird unproduktiv. Deswegen können auch die ganzen Leute, wenn man auf dem Arbeitsplatz mit mir gar nicht mithalten. Ne? Weil ich komplett aktiv und produktiv bin, bin komplett vollgepumpt mit Enzymen, habe die ganzen Vitalstoffe, Mineralstoffe, Vitaminen drin in mir, ne? Sekundärstoffe, das, da hält ja gar keiner mit mir. Ne? Guck mal, man kann ja wirklich
Guck mal, Gemüse ist ja, also Bio, ich kaufe mittlerweile schon gar keine Biomöhre mehr, weil ich sehe das ja beim Abwaschen, wenn ich das Natronwasser hinlege. Na, eigentlich schon nach einer Viertelstunde sehe ich, wie milchig das Wasser ist, wie dreckig das ist. Es ist komplett verpestet. Ja, also das ist, man kann sich auch mal Dokumentationen anschauen, ne? Also gerade das ganze Zeug ist aus Spanien oder so, ne? Finger weg. Also ich zumindest, die Finger davon weg. Ja? Und da sind ja die auch dann die Bauern, die dann ja angeblich ihr Bio anbauen, ja, die haben ja auch schon ausgepackt, ne? Dann gesprochen. Ne? Das, also der große Abnehmer ist immer Deutschland. Ne? Immer Deutschland. Auch mit den ganzen Erdbeerenfeldern und so. Das passiert dann schon da auf der Mafia, ne? Richtig. Also darf man auch nicht lang laufen und so, denn sonst bringt sich da um. So, ohne Scheiß. Da sind ja auch so Kämpfe, dies, das und jenes und so. So, und die bauen es an, nur für Deutschland. Ne? Deutschland ist dann immer der Abnehmer. Das ist alles pestiziert, alles verpestet. Das ganze Wasser und so, ist alles Dreck. Die ganzen Äpfel, die ihr jetzt kauft und so, denkst du, die kommen hier aus Deutschland? Nee, die kommen aus China. Die ganzen Tomaten und so, wo drauf steht, Italien. Sonnengereifte italienische Tomaten, nee, die kommen aus China. Die sind von China nach Italien exportiert worden. Ja, dann wurden die nur umgepackt. Und dann haben die hier drauf geschrieben, kommt aus, ne? Kommt aus Italien. So ist es auch mit den ganzen Äpfeln. So ist das halt. Das ist alles nicht regional. Erst wenn drauf steht, regional, ne? Dann ist es. Dann ist es wirklich von hier. Aber nicht, müsst ihr da so aufpassen. Auch mit den ganzen Äpfelsäfte. Die ganzen Säfte, die ganzen Zucker. Das ganze Zuckergesäfte. Das kommt alles aus China, Leute. Ja? Aber guck mal, jetzt bin ich wieder abgeschweift vom Thema. Ja, okay. Gemüse. Ich tue ja nicht mehr, schon teilweise gar nicht mehr Bio kaufen. Ich tue das ja jeden Natronlauge waschen. Da ist es eigentlich schon völlig scheißegal, ob ich jetzt Bio oder nicht Bio kaufe. Weil das irgendwann, guck mal, die Inflation geht runter und die Preise gehen hoch. Das müsste eigentlich umgekehrt sein. Jetzt kommt dann der Winter und so, und dann kosten die Möhren wir hier fast 3 Euro. Ja? Letztes Jahr, komplett über ein Jahr lang, kontinuierlich, kommen wir immer, also Bio mit dem Naturland, entweder Biosiegel Naturland oder mit dem Biosiegel Bioland. Das ist eigentlich das Gleiche. Ne? So, die kamen kontinuierlich immer 1,49 Euro. Ne? Und dann Anfang dieses Jahres, Januar war es, glaube ich, nee, Februar war es gewesen, und auf einmal ging es ja los hier mit 2,80 Euro und so, ne? Den 2,20 Euro, fast dann wieder 3 Euro. Ne? Und dann sind die ja pestiziert. Ja, die Dinger waren ja nicht mehr. Pff. Brennnessel, ne? Jetzt gehe ich mal raus mit euch. Weil die sollen jetzt mal Brennnessel pflücken. Dann werde ich Brennnesselsaft. Ne? Man kann haufenweise Geld sparen. Also ich könnte haufenweise Geld sparen, wenn ich einfach jetzt das mit Gemüse weglasse. Aber da das Ding ist, ich habe ja meine Fastenintervalle. Denn. Ich werde trotzdem entsaften, aber jetzt erstmal so, nehme ich euch mal mit, Brennnessel entsaften. Man kann Tee trinken, klar, ich trinke es ja auch tagtäglich Tee. Brennnessel ist ja mein Lieblingstee. Dann werde ich Brennnessel entsaften, das ist, guck mal, beim Kochen gehen da wieder Stoffe raus, ne? Aber wenn man das so entsaften und trinken, haben wir die komplette, maximale Ausbeute. Und wenn, wie schon erwähnt auch mal, ne, wenn wir was essen, nimmt der Körper nicht alle Inhaltsstoffe auf. Das, beim Trinken ja, dann geht es ja direkt ins Blut rein. Check. Das ist es halt, ne? So. Und wie auch schade, ne, dass viele Ärzte, Hausärzte und so, dass sie gar nicht entsaften, ne? Und dann geben die sich aus als Ärzte, ne? Habt ihr auch schon mal gesehen? Ich habe schon mal gesehen, oft auch. Hausärzte, die sahen dick und fett aus. Und das sollen Ärzte sein, ne? Leute, das sollen Ärzte sein, ne? Die könnte ich ja in der Ernährung ja mal beraten, diese Ärzte. Ja, ich könnte ja mal Ärzte beraten. So, okay, jetzt geht's raus, ne? Wenn ich einen Garten. Ach, ich hab was vergessen. Ach, wie ihr seht, ne? Guck mal, die Sonne ist ja noch eine Jungfrau. Ne? Guck mal, wie das ganze Laub aussieht. Ist hier der Walnussbaum. Der Fliederbaum hier bei mir, ne? Also, guck mal, wenn die Sonne erstmal echt in Waage ist und dann haben wir Herbst, aber nicht vorher, ja, Leute? Das ist alles verdreht. Ach ja, das darf ich ja gar nicht erzählen und es wird wieder meine Reichweite auf YouTube wieder runtergesetzt. Ja. Das ist das Schöne, dass ich gleich bei mir hier, ne, diese Brennnessel habe. Ich muss nicht im Wald gehen oder so. Und dann besteht immer die Gefahr, ob da denn und welche Leute hingemacht hat. Ne? Man möchte ja kein Urin irgendwie trinken oder so. Ne? Okay, hier habe ich die Brennnessel, die sind jetzt für euch.
Wir haben jetzt mehr Inhaltsdichte. Ja. Die ganze Inhaltsdichte ist jetzt am explodieren. Wenn die jetzt ausgewachsen wären, komplett ausgewachsen wären, die Dinger. Ja, ja, aber die haben jetzt noch mehr Inhaltsdichte. Und könnt ihr das da drüben sehen? Das gelbe Ding da. Siehst du? Damit kannst du Warzen behandeln. Da sind deine Warzen dann wieder weg. Falls du Warzen hast. Also was wächst auch hier bei mir, ne? Naja, man muss sich auch mit Kräutern auskennen, ne? So wie ich. Aber früh angefangen damit. Okay, dann werde ich für mein Säftchen meine Brennnessel pflücken, ne? Ich habe mir mal Handschuhe angezogen, ne? Beim letzten Mal haben mir die Hände so gebrannt, dass das selbst nächsten Morgen, wo ich aufgestanden bin, meine Hände immer noch gebrannt haben. Ja? Die sind irgendwie echt krass, die Brennnessel. Ach ja, es gibt ja mehrere verschiedene Sorten von Brennnessel, ne? Und ich kann mir noch mal kurz wiederholen. Bei Brennnessel. Die Samen habe ich noch nie im Müsli verwendet, noch nie. Wegen den Omega 6, das ist wieder der Omega 6 halt, ne? Ich schwöre eher auf den Omega 3, und ich, also diese Verhältnis ist halt ein bisschen unausgeglichen, ne? Okay. Ja, ich meine, ne? Schön. Schön, ne? Frische Brennnessel mitnehmen und entsaften. Wie erwähnt, ne? Also wenn ich jetzt reinfasse, meine Hände, die brennen morgen früh dann. Wenn andere Leute halt ja meinen, die können es so anfassen oder so. Ich weiß nicht, also vermutlich tragen die auch Handschuhe. Also immer wenn ich draußen Leute sehe, das sind immer ältere Personen, die Kräuter pflücken, die haben alle Handschuhe an. Wenn jetzt irgendwelche Leute auf YouTube meinen, auf cool zu machen oder so, naja, okay. Ich bleib loyal, ne? Also waschen, dann waschen, ne? Also die ganzen mal hier diese AIDS-Handschuhe an. Diese, ja. Also waschen. So, der Lie. Waschen, ne? Ich weiß, man ja das Kotzen bekommt, ne? Wenn man irgendwas Falsches dann da mit entsaftet hat, ne? So, der. Ich will gleich mal so ein bisschen nehmen, ne, Leute? Nicht mehr reinstopfen. Dann mache ich mal gleich automatisch nochmal einen Brennnesseltee, ne? Trinke ich immer so 2 Liter am Tag etwa. Ja? So, mal rein damit hier. Das, was du mal so siehst, ja? Könnt ihr immer schön mitmachen. Wie schon erwähnt, Brennnessel, 100 Gramm da, kosten über 2 Euro, ja? Ich rede jetzt über draußen 6. Okay, im Winter wächst es nicht mehr, also müsste man jetzt langsam einen Vorrat machen, ne? Dann einfach trocknen lassen, austrocknen lassen, dann hat man über den Winter seinen Tee, seinen Brennnesseltee halt, ne? Weil, ja, Brennnessel halt, ne? Ist halt ein Wundermittel, ne? Okay, und den Rest hier alles. Den werde ich jetzt entsäften, ne, Leute? Okay, was ihr gerade im Hintergrund hört, ist der Wasserkocher für mein Brennnesseltee, ne? Okay. Der Zischitzer ist halt ein bisschen lauter, ne? Weil der ist schon 8-9 Jahre auf dem Markt. Das ist schon ein älteres Ding halt, ne? Die neuen Modelle heute, die sind so leise, dass selbst wenn man flüstert, selbst das Flüstern wäre lauter. Also die sind fast. Die hört man nicht mehr, ja? Und hier, meine Kamera steht ein bisschen schräg, muss ich mal ganz aufstellen, so. Okay, dann fange ich an. Das ist halt ein bisschen lauter, wie ihr seht, ja. Das ist wirklich schon ziemlich alt. Deswegen, die alten Geräte sind halt laut, ne. Thank you.
Läuft schon raus, ne? Mach mal zu. Also so, Saft, ne? Da hält jetzt so nichts mehr mit, ne? Also man kann es trinken, man kann Brennnessel essen und so, aber bei den Saften ist dann halt das Allerhöchste. Ja? Also Leute, die jetzt hier mit Gelenkeschmerzen, rheumatischer Erkrankung und so leiden, die müssten eigentlich das machen. Aber nein, die kauen da halt diese bunten Smarties, ne? Die ganzen Medikamenten. Dann knallen sich dann voll, ne? Habe ich bei mir auf der Arbeit auch, ne? Eine Frau, schon ein bisschen länger her, eine Frau muss ich mal zusammenarbeiten. Hat, sorry, dass wir im Hintergrund zu meinem Messerkopf haben. Da hat eine Frau, die hat auch die hat übelst krass rheumatische Erkrankung und hat fette Beine, Elefantenbeine schon so, ne? Ich habe gesagt, warum knallst du mir keine Brennnessel rein? Die dann so, ach, halb, und frisst die Dinger dann halt, die bunten Smarties, diesen ganzen Bausteinkasten mit ganz vielen verschiedenen Pillen drin, ne? Da habe ich mir am Kopf gefasst. Ich sag, warum tust du das an? Warum machst du nicht so? Viele Leute, okay, viele Leute, dann sollen sie halt daran verrecken, weißt du, das ist mir auch egal. Man kann Chips geben, weißt du, aber... Wenn ihr auch mal so ein bisschen guckt auf YouTube, so wie Sprossen ziehen, gerade hier so morgen wohnen, habe ich auch schon gesehen, vielleicht wissen die Leute das ja gar nicht. So, ich muss mal wieder meine Aids-Handschuhe ausziehen. Ja. Das hier, ja, viele, also habe ich auch schon gesehen auf YouTube. Und Leute, die machen das dann hier ab oder die wollen dann irgendwie was... Ey, das sind halt Hippies halt, ne? Die sagen immer, du musst abmachen, dass es so aussieht, dass du es in so einer Hand hast. Und das musst du machen, weil das ist. Und wie dann, anscheinend soll das dann schädlich sein, ja? Also, hallo, Da frage ich mich, wie kann man nur auf so einen Stups kommen? Also, das hier, das sind ja die Ballaststoffe. Ja, das sind Ballaststoffe. So, man sieht mich gar nicht mehr, ne? Also, falls du solche Videos stößt. Ich meine, noch im deutschsprachigen Raum, da geht es ja noch. Guck mal, geh mal im englischsprachigen Raum. Also, das ist halt diese New Age halt, ne? Diese Hippies, die sind das Lichtenergie, da. Weißt du, da, das sind schön die Menschen verhungern und unternährt sind und so, ne? Da, die sind. Also, lecker. Also, wenn die jetzt selber machst, die man wollen, wenn du nur ganz wenige isst, die sind ja so lecker. Das ist nur eine Frage der Zeit. Dann willst du gleich mehr essen. Weil die schmecken. Ja? Ist halt ein bisschen dickflüssig. Okay, da ist noch ein Blatt mit drin, ein Brennnesselblatt. Ist halt ein bisschen dickflüssig, so halt, ne? Von daher immer mit Wasser strecken. Ne? Das ist nicht so wie ein Smoothie ist. Mach ich mal so. Befüllt das Wasser rein. Blatt drin, ne? Habe ich jetzt wieder was für ein schönes Elixier, ne? Ja? Das ist ein Waldmeister, ne? Schmeckt lecker. Brennnessel, gut für die Haut, Haare, Augen, Beta-Carotin drin, also A, Vitamin A-Gruppen sind drin. Also ja, da sind die ganzen Beta-Carotin, ne? Vitamin C, klar. Also Vitamin C hast du überall drin. Überall, alles was grün ist, hast du Vitamin C drin. Da ist B-Gruppen drin. Also man weiß halt mal, also viele Ernährungsberater wissen halt nicht, was die Brennnessel übertoppen soll. Da sollte man mal sich mal schlau machen mit dem Weizengras. Ja?
Weizengras enthält, was waren das? 102 Enzyme. Es gibt nichts, was dann da ein Buchweizzeichen an Weizengras enthält. Ja, so halt zum Beispiel so, ne? Aber trotzdem, aber Weizengras ist Weizengras, Brennnessel ist Brennnessel, das ist ja wieder, da sind wieder andere Stoffe drin, wie gegen rheumatische Erkrankungen oder Leute, mit denen halt geschwellene Arme bekommen. Das ist ja Rheuma, oder? Ist das Rheuma? Oder die halt so mit den angeschwollenen Beinen und so an Gelenken und so halt, ne? Das ist Rheuma, oder? Und das da, die müssten jetzt das dringend hin. Der ganze Schmerz wird gelindert, dann geht es wieder, die Schwellungen gehen, bauen dann ja auch wieder ab. Also man kann klar Brennnesseltee trinken und so, aber das hier, das wäre das Maximum. Schön, ne? Also das Nabuda, nach dem Nektar, frag was. Und in dem letzten Video, da habe ich mich gefreut gehabt, war den Kommentar. Da wurde auch in den Kommentar gute Zeit investiert, waren mehrere Absätze. Bin sehr gefreut. Berichte bitte davon, wenn mit die Pizza, was du da auch machst. Das sind so Selbstexperimente, das ist ein Handwerk in dem Fall auch, ne? Habe ich ja gestern Abend dann noch kommentiert gehabt, sie geantwortet. Dann berichte mal bitte davon. Ich finde es interessant, ne? Weil das hat noch nie einer so gemacht. Siehst du, mit den Buchweizen und so, das ist eine Lücke. Ja? Also da, wie gesagt, ich werde jetzt in Zukunft dann mit Astrologie, das darf ich sein. Die Leute bekommen Angst.